Hallihallo, meine Lieben, guten Morgen. Ja, Neuigkeiten aus unserer Babykrabbelgruppe. Die Mamis sind wieder draußen im Garten. Und jetzt dürfen alle Babys wieder zusammenspielen in der Zeit und dürfen ihren Spaß haben, während die Mamis draußen den Garten genießen, ihr Pullerchen machen und die Umgebung erkunden. Ja. Ja, die Kleinen hier, das sind insgesamt 4 Würfe. Nicht, dass jemand denkt, dass so ein kleiner Pomeranian so viele Babys bekommen würde. Das ist also nicht wie bei den Riesenhunderassen, wo da manchmal 18 oder 12 Welpen zur Welt gebracht werden. Nein, also ich habe mir mal die Mühe gemacht, im Durchschnitt kriegen unsere Hunde 2,4 Babys pro Wurf, im Durchschnitt. Ja, die Gigi hatte einen außergewöhnlich großen Wurf mit 6 Babys. Die Donut auch. Die hatte 4 Babys oder beziehungsweise hat. Dann die Bambi hat 2 Babys und die Rintintin 1. Und zwar die dicke, süße Muckelmaus da. Gell? Du bist der Rintintin, ihr Baby, gell? Ja, der Rintintin, ihr Baby. Ja, und wer jetzt meint, die wäre aus diesem Grund so groß, das ist Quatsch. Das sage ich immer wieder. Ganz kleine Elterntiere können riesengroße Babys zur Welt bringen und ganz große, winzig kleine. Da steckt man also nie drin. Das ist immer eine Laune der Natur. Das hier ist zum Beispiel der kleinste von der Rintintin, der hier gerade mit der Babyrassel kämpft. Der süße kleine Gescheckte. Ja, das ist der eine Rüde von der Donut. Da könnte man doch stundenlang nur zugucken. Und das ist auch der Grund, warum ich so viele Videos mache. Weil ich immer gedacht habe, oh, es ist schade, dass die alle bei mir auf dem Rechner landen. Und andere Leute würden sich bestimmt genauso über diese Videos freuen wie ich. Eigentlich ist das schon in meiner Kindheit entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, war das auf ARD oder auf ZDF? Da war immer vor der Tagesschau so ein paar Minuten im Abspann, und zwar mit Katzenbabys, die zwischen den Buchstaben rumgeturnt sind. Und das war für mich als Kind immer so die schönste Zeit am Tag, wenn ich dann wusste, so, jetzt kommt gleich wieder die Tagesschau und im Vorfeld diese süßen kleinen Katzenbabys. Da habe ich immer sehnsüchtig drauf gewartet. Ja, und so ist es entstanden. Weil, wie gesagt, ich mich immer über dieses Video so sehr gefreut habe. Und so kriege ich auch von ganz vielen anderen Menschen die Rückmeldung eigentlich täglich, wie sehr sie sich über meine Videos freuen. Ja, das ist das Baby hier von der Bambi, die kleine mehrfarbige. Das ist das Rintintin. Das ist nochmal der Rüde von der Bambi. Das ist der Rüde von der Gigi. Das ist eins von den Mädels, die gerade hier. Ja, also das Mordskommunikation angesagt, gell? Thank you.
Und ich glaube, euch geht es bestimmt genauso. Man könnte sich das in Dauerschleife ansehen. Du freche Mutti. Du süße, freche Mutti. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann man sich so freuen. Kann man sich so freuen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zuckerschock pur. Zuckerschock pur. Du Kleine. Oh, du bist ganz gefährlich, gell? Ganz gefährlich bist du. Ja, schimpf mit mir, gell? Ein Sackflöhe ist das. Ja, und im Moment müssen die Kleinen sich noch nur mit dem Haus begnügen, weil nächste Woche Dienstag werden sie erst geimpft. Und dann warte ich immer noch so 8 Tage, bis sie anfangen dürfen rauszugehen, weil mir einfach die Gefahr mit Infektionskrankheiten zu groß ist. Aber ich sage immer, Prägephase heißt nicht, die Welpen an den Hauptbahnhof zu schleppen. Oder was weiß ich, in den nächsten Freizeitpark, sondern die lernen hier ganz, ganz viele Sachen kennen. Ganz viele verschiedene Menschen, verschiedene Untergründe, andere Hunde, ganz laute Geräusche. Ja, also die sind hier bestens auf ihr zukünftiges Leben vorbereitet. Und ich glaube, noch viel mehr kann man wirklich für die Sozialisierung nicht machen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch schon wieder mit meinem Fußzeh kämpfen. Du bist es wieder, die Mini-Bambini. Oh weh. Bis dann. Tschüss.